Bitch, ich bin mit Sonnenbrille unterwegs und komme die Finger zu nem B. Mein Papi hat nen BMW. Na, wenn der hier schon steht, kann ich neben ihm ein Video drehen. Und ich spitte ein paar Bars. Und das ist doch schon mal was. Ich erzähle immer das Gleiche und picke schnell den Beat. Denn er hat mir gesagt, dass er Sex hat. Nein, ist er nicht, du Bitch, aber das monotone Gegrin war passt sehr gut zu deinem behinderten Schlagvalium. Ähnliche Kinder, Rap, du bist hart mit Sonnenbrille. Du meinst das Rad neu zu erfinden, wenn du den Papis Auto ausgleichst, um es auf den Partystar zu filmen. Beatkid, ey Gangster-Shit, du redest über Geld, doch dein Erscheinungsbild ist gleichzeitig das Gegenargument. Wie gesehen ist Szene mit noch viel mieseren Pose. Um nicht Spaß zu wecken, müsste ich nur ein Video von dir posten. Und wenn dadurch dann dein Daddy sieht, wo das Auto ist, verbringst du den erwärmlichen Rest deines Wack MC da ist als mit Hausarrest. Und solche Träume rein auf schlechten Beats von Wack MCs wie dir sind der Grund, dass deutscher Rap auch belächelt wird, wenn die Cat zurück. Das ist Gangster-Rap. Wenn du betest jeden Tag zu Echo Fresh, aber auf dem Pausenhof in deiner Schule nehmen dir die kleinen Kinder jeden Tag das Essen weg. Kack auf Battle-Rap. Alles, was du sagst, ist nicht relevant. Es kommt aus deinem Mund und der behauptet, dass du rappen kannst. Und der Wack ist kompensiert. Findet gefakten Gangster-Rap behindert. Und wenn er von so einem kleinen Faggot wie Beatkid ist, was willst du bitte darstellen? Echter Gangster, mach hier nicht mit. Und der Rap ist kompensiert. Findet gefakten Gangster-Rap ziemlich behindert. Wieso machst du auf Gangster? Du heißt doch schon Beatkid. Verhalte dich deiner Rap ist entsprechend und verpiss dich.